Ich darf Sie zur heutigen Vorlesungsstunde begrüßen, Vorlesungsstunde Nummer 14. Und ich hatte in der letzten Stunde eine sehr wichtige Größe eingeführt, den Impuls, den man für einen einzelnen Körper mit Masse m eben erhält als Masse mal Geschwindigkeit. Und der Impuls ist eben eine wunderschöne Größe, wenn es darum geht, Stoßprozesse zu beschreiben. Und damit werden wir uns jetzt in dieser Woche beschäftigen. Also heute und der nächsten Stunde werde ich Ihnen einiges Grundlegendes zu Stoßprozessen erzählen. Es gibt dann auch ein paar schöne Übungsbeispiele dazu. Und letztes Mal hatte ich gerade damit begonnen. Sie erinnern sich, zum Schluss der Stunde hatten wir einen Versuch aufgebaut mit zwei ruhenden Schlitten auf der Luftkissenschiene. Der eine war halb so schwer wie der andere. Und dann haben wir die sozusagen eine Feder losgelassen, die eine innere Kraft bewirkte zwischen den beiden Körpern. Und dann sind beide auseinandergeflogen oder auseinandergerutscht auf dieser Luftkissenschiene. Und der zweimal leichtere Körper war doppelt so schnell. Und das heißt, insgesamt ist dann der Impuls in dem System null. In dem Fall sind wir in einem Schwerpunktsystem, also der Schwerpunkt, weil beide Körper ruhten, zu Anfang ruht auch. Und wenn dann eine innere Kraftwechsel wirkt, bleibt der Schwerpunkt am Ort. Und die beiden Teile können sich auseinander bewegen, aber müssen das so tun, dass der Schwerpunkt eben am Ort bleibt. Das ist das sogenannte Schwerpunktsystem. Und ich werde Ihnen eben zeigen, wie man solche Stoßprozesse am einfachsten im Schwerpunktsystem dann betrachtet. Aber zuvor möchte ich nochmal auf eine andere Art und Weise an die Impulserhaltung anknüpfen. Der Versuch letztes Mal, eine Masse doppelt so groß wie die andere, hat Ihnen gezeigt, die leichte bewegt sich schnell, die andere dann langsam. Und jetzt überlegen Sie, was passiert, wenn eine Masse sehr, sehr groß ist und die andere sehr, sehr klein ist und die kleine Masse dann aber mit einer hohen Geschwindigkeit weggeschossen wird. Dann beide haben dann wieder gleichen Impuls im Schwerpunktsystem, aber die eine Masse bewegt sich sehr schnell weg, die kleine Masse, die andere kriegt einen Impulsübertrag, bewegt sich nicht so sehr schnell. Aber jetzt überlegen Sie weiter, dass diese Masse, die ausgestoßen wird, die kleine Masse, kontinuierlich ausgestoßen wird. Es gibt immer wieder einen kleinen Massenausstoß und dann wird die schwere Masse auch entsprechend beschleunigt. Und das Ganze steckt hinter dem Raketenprinzip. Und ich möchte Ihnen eben jetzt vorrechnen, wie das Raketenprinzip funktioniert. Und ich möchte Ihnen die beiden sogenannten Raketengleichungen herleiten. Sie sehen auch schon hier, wenn Sie das Tafelbild überstanden haben, wartet ein schöner Demonstrationsversuch auf Sie. Also der Raketenantrieb. Was ist die Physik dahinter? Also betrachten wir mal eine Rakete. Und diese Rakete hat zum Zeitpunkt T eine Gesamtmasse inklusive Treibstoff m. Und die Rakete bewege sich mit einer Geschwindigkeit v. Das heißt, das System hat jetzt einen Impuls p gleich m mal v. Also ich bin hier natürlich nicht im Schwerpunktsystem, sonst würde die Rakete ruhen. Aber ich betrachte das jetzt mal in dem System eines Betrachters, wo sich die Rakete mit der Geschwindigkeit v bewegt. Jetzt gehen wir einen kleinen Zeitschritt weiter. T plus dt. Ich zeichne nochmal die Rakete. Und die Rakete hat jetzt in diesem kleinen Zeitintervall dt eine kleine Masse ausgestoßen aus den Düsen oder aus der großen Düse da hinten. Also hier ist die ausgestoßene Masse. Und das entspricht eben einer Massenabnahme der gesamten Rakete um minus dm. Das ist ein kleines Massenelement. Und das heißt, die Rakete selbst hat jetzt eben m plus dm,
Also die Masse, die kleine Änderung der Masse mit der Zeit, wo dm negativ ist. Also dm ist eine negative Größe. So, was mir jetzt noch fehlt, ist also die Geschwindigkeit des Massenausstoßes. Wir betrachten jetzt von der Rakete aus, mit welcher Geschwindigkeit wird die Masse ausgestoßen. Und die Geschwindigkeit hier ist, der Rakete ist V plus dV. Die wird eben dadurch etwas beschleunigt. Und die relative Geschwindigkeit, die nennen wir Vrel. Und das heißt, die Masse, die Geschwindigkeit von dem ausgestoßenen Treibstoff hier ist V minus Vrel. Okay, die relative Geschwindigkeit des Massenausstoßes, Vrel, dadurch wird die Rakete eben leichter um dm, dm ist negativ, und sie wird etwas schneller um dv. Und jetzt schreiben wir wieder den Impuls hin, der muss ja erhalten sein, da keine äußeren Kräfte wirken. Und dann ist der Impuls jetzt, der Gesamtimpuls, muss ich jetzt den Impuls der ausgestoßenen Masse betrachten und der Rakete. Die ausgestoßene Masse ist minus dm mal v minus vrel. Das ist der Impuls, der hier drin steckt. Und dann habe ich hier m plus dm mal v plus dv. So, und jetzt rechne ich das Ganze aus und sehe, dass der Term, dass einiges wegfällt, nämlich minus dm mal v plus mdv fällt weg, dieser Term. Hier bleibt übrig dm mal vrel. Das ordne ich mal so, dm mal v relativ. Der Hauptbeitrag ist in dem m mal v drin. Das stecke ich hier vorne hin, m mal v plus dm vrel. Und dann kommt noch ein Term m mal dv dazu. Und den Term dm mal dv, das ist das Produkt von zwei kleinen Größen, den können wir vernachlässigen als Term zweiter Ordnung. Und so sehen wir jetzt, hier habe ich den Impuls m mal v und danach habe ich den Impuls m mal v plus diesem Ausdruck hier. Und wegen Impulserhaltung muss eben das hier, dieser Ausdruck, gleich 0 sein, wegen Impulserhaltung. Okay, und aus diesem Ausdruck hier kann ich Ihnen jetzt herleiten, also mit welcher Schubkraft die Rakete beschleunigt wird. Das ist das eine. Und ich kann Ihnen auch noch herleiten, wie dann sich die Geschwindigkeit der Rakete eben mit dem Gesamtmassenausstoß ändert. Und machen wir das gerade mal für die Schubkraft. Also ich habe diesen Ausdruck da, den ich umsortiere in m mal dv gleich minus vrel, die relative Geschwindigkeit des Massenausstoßes, mal dm. Und jetzt kann ich eine Sache machen, ich kann jetzt einfach diese Gleichung mit dem dv und dm, kann ich auf beiden Seiten durch dt teilen. Und das heißt, hier kommt dann ein m mal dv durch dt. Und Sie wissen natürlich, das ist die Beschleunigung a. Und hier kommt minus vrel und dann steht dm mal dt dort. Das ist der Massenausstoß. Ja, dm mal dt ist die Änderung der Gesamtmasse des Systems Rakete mit der Zeit und damit ist das eben die Massenausstoßrate. Und hier sieht man Masse mal Beschleunigung. Naja, da wissen Sie natürlich genau nach Newton 2, Masse mal Beschleunigung entspricht einer Kraft. Und deshalb sehen wir hier direkt die Schubkraft der Rakete. Ja, und das führt eben zu der sogenannten ersten Raketengleichung. Und die erste Raketengleichung sagt Ihnen F-Schub, das ist genau das, was da steht,
die Schubkraft ist minus Vrel mal dm mal dt, Massenausstoßrate. Dm nach dt ist negativ, weil die Masse abnimmt von dem System. Daher ergibt sich ein positiver Ausdruck für die Beschleunigung der Rakete in Richtung für die beschleunigende Kraft der Rakete in dieser Richtung. Da hätten wir die Schubkraft. Okay. Sie sehen also, die Massenausstoßrate ist wichtig. Ja, normalerweise haben Sie die Kraft kennengelernt als Kraft ist Masse mal Beschleunigung, beziehungsweise eine Impulsänderung. Und der Impuls ist Masse mal Geschwindigkeit. Und normalerweise ändert sie Geschwindigkeit. Und diese Geschwindigkeitsänderung wird durch die Kraft bewirkt. Hier sehen Sie aber eine Gleichung, wo sich die Masse ändert und hier eben eine Geschwindigkeit als Konstante dasteht. Aber das gibt dann auch wieder eine Kraft von der Dimension her. So, jetzt wollen wir uns mal anschauen, ob das auch wirklich funktioniert mit der Schubkraft. Und wir haben hier eben eine kleine Rakete aufgebaut, die im Wesentlichen mit Druckluft betrieben wird. Also Herr Helbert wird nun ein paar Atmosphären Druck dort hinein befördern. Und wir werden Ihnen gleich zeigen, wie die Rakete dann durch den ganzen Hörsaal hier fliegen wird. Versuchen wir es mal. Achtung, aufgepasst. Das war aber nicht so toll. Was war denn da los? Ah, der Treibstoff, oder? Ach, holen wir den mal. Also ich brauche Raketentreibstoff. Wir hatten vergessen, den Raketentreibstoff einzufüllen. Den Treibstoff bekomme ich hier aus dem Wasserhahn. So, wir tanken die Rakete auf. Ja, passt. Okay. So, mal schauen, wie das Ganze funktioniert mit Raketentreibstoff aus dem Wasserhahn. So, schauen wir mal. Boah. So, Sie sehen, der Effekt war doch etwas anders jetzt. Der Treibstoff hat eine wichtige Rolle gespielt. Ist die Frage, was ist da jetzt passiert? Also die erste Variante des Versuchs, einfach nur Druckluft. Der Druck war in beiden Fällen gleich. Beim ersten Versuch ist einfach nur Luft ausgestoßen worden. Und Sie sehen, die Luft hat nicht sehr viel Masse. Da macht es ein bisschen pfff. Ja? Und die Rakete geht ein bisschen beschleunigt, da ist nicht viel dahinter. Aber wenn dann über den Überdruck eben wirklich Massepartikel rausgeschleudert werden, dann ist diese Rate Massenänderung eben wesentlich größer und Sie haben gesehen, dass die Schubkraft eine ganz andere ist. Okay, jetzt noch kurz zur zweiten Raketengleichung. Was hat es damit auf sich? Was bei dem System jetzt etwas anders ist als bei den normalen Bewegungen, die Sie bisher beschrieben haben, ist, dass das System wird beschleunigt, aber während dieser Beschleunigung nimmt auch die Masse ab. Das heißt, wenn Sie die gleiche Schubkraft haben, wird die Beschleunigung natürlich immer stärker, weil die Masse und Trägheit der Rakete geringer wird. Da ist die Frage, wie kann man das beschreiben? Zu was für einer Gleichung führt das? Und ich kann jetzt diese Gleichung, die hier oben steht, noch umschreiben, indem ich durch die Masse mal dividiere. Und zwar dV ist gleich minus Vrel mal dm nach dm. Ja, was habe ich jetzt davon? Naja, in der Mathematik nennt man das eine Separation der Variablen. Und zwar haben Sie jetzt alles, was von der Masse abhängt, hier stehen. Vrel ist sowieso eine Konstante und die Geschwindigkeit steckt hier. Und dann kann ich die Gleichung hernehmen. So, dV gleich minus Vrel dm durch m, steht das gleiche nochmal.
aber ich kann sie jetzt eben mit diesem komischen, geschwungenen, großen S da verzieren und kann das Ganze auf beiden Seiten machen und kann entsprechende Integrationsgrenzen ranschreiben an die Integralzeichen. Und ich habe eben diese so ungeordnete Gleichung mit den kleinen Änderungen jetzt in integraler Form geschrieben. Man muss jetzt nur integrieren über dv, das ist sehr einfach. Ja, das gibt einfach v2 minus v1. Und hier wird es ein bisschen komplizierter, ich muss nämlich jetzt 1 durch m integrieren, wo m die Integrationsvariable ist. Ja, da wissen Sie, da kommt der natürliche Logarithmus bei raus. Und deshalb bekomme ich jetzt ein v2 minus v1 ist gleich minus vrel und Integrationsgrenzen ln m2 minus ln m1 einsetzen. Und das kann ich ein bisschen umsortieren und kann das so schreiben, als v2 ist gleich v1, v1 rüber. Und m2 ist, also ln m2 durch ln m1 ist negativ, denn die Masse zum Zeitpunkt 2 ist ja kleiner. Okay, also ich kann das umschreiben mit ln m2 durch m1. Und da das Ganze negativ ist und ich es vielleicht lieber positiv haben möchte, drehe ich in m1 und m2 um, mache ln m1 durch m2 und absorbiere dadurch dieses Minuszeichen. Das heißt, was ich bekomme, ist dieser Ausdruck ln m2 durch M1. Sorry, hier fehlt natürlich ein. Ja, das habe ich jetzt etwas verkürzt. Hier ist ein Plus und hier steht VREL und da steht der ln M2 durch M1. So, das wäre hier die sogenannte zweite Raketengleichung. Und das zeigt Ihnen, wenn sich die Masse der Rakete um einen bestimmten Faktor ändert, steht das hier und das nehmen Sie mit der relativen Ausstoßgeschwindigkeit des Treibstoffs mal und bekommen dadurch die Geschwindigkeitsänderung der gesamten Rakete. Das wäre die Rakete, ja. War eine Frage? Richtig, jetzt habe ich beim, also dann muss M1 durch M2 stehen. Sonst muss das Minus da stehen. Also M2 ist kleiner als M1 wegen der Massenabnahme, so ist das eben ein großer Ausdruck, größer als 1 und der ln ist positiv. Gut, also das wäre noch die Raketengleichung. Okay, jetzt wollen wir Stoßprozesse betrachten, verschiedene Stöße und ich will Ihnen erstmal ein bisschen Anschauung geben, was Stöße überhaupt sind, was versteht man unter einem Stoß, ein paar Beispiele. Also hier ist sozusagen ein zweidimensionaler Stoßprozess gezeigt in einer Ebene und also ein Billardspiel ist ein sehr, sehr schönes Beispiel für Stoßprozesse und man kann eben sehr viele Dinge, die beim Billard passieren, physikalisch wunderschön interpretieren. Und das ist also ein Beispiel für einen Stoß. Es gibt andere Stöße aus dem Alltagsbereich, die vielleicht weniger erwünscht sind. Zum Beispiel habe ich hier ein Foto gefunden von einer Autoversicherungsgesellschaft. Also die Webadresse ist angegeben. Die Seite, das Foto heißt Collision Coverage JPEG. Okay, also das ist von einem Autoversicherer und das ist ein Beispiel für einen, das die Unterscheidung werde ich später erläutern. Hier sehen wir schon mal ein Beispiel für einen elastischen Stoß und das ist ein Beispiel für einen inelastischen Stoß. Bei dem elastischen Stoß bleibt die kinetische Energie des Gesamtsystems im Wesentlichen erhalten. Hier wird die kinetische Energie teilweise umgewandelt in andere Energieformen, zum Beispiel der Deformation. Stöße durchziehen die ganze Physik, also von ganz groß bis ganz klein. Zwei Beispiele. Hier haben wir ein Beispiel aus der Elementarteilchenphysik. Und zwar stößt hier ein Alpha-Teilchen, Alpha-Teilchen sind Heliumkerne, stößt auf ein Heliumatom. Und das Ganze kann man mit so einer Art, ich glaube in dem Fall einer Nebelkammer sichtbar machen.
Und hier sehen Sie den Stoß, da passiert der Stoß. Und ein Teilchen wird eben abgelenkt so, und man weiß gar nicht jetzt, welches, also wie die Spur weitergeht. Es kann also sein, der Alpha-Kern wird jetzt so abgelenkt und das andere ist der angestoßene Heliumkern, kann aber genauso gut umgekehrt sein. Und interessant ist, das werde ich wahrscheinlich erst am Freitag erklären, dass Sie hier einen rechten Winkel finden zwischen den beiden. Und das passiert eben beim elastischen Stoß von Teilchen, die gleiche Massen haben und die nicht zentral stoßen. Stöße gibt es auch natürlich in ganz anderen Gebieten der Physik. Hier sehen Sie irgendwie eine Simulation von dem Stoß von zwei Galaxien, die so miteinander wechselwirken. Das sind natürlich Dinge, die man nicht irgendwie in Echtzeit am Teleskop irgendwie beobachten kann. Und was man da macht, um solche Dinge zu verstehen, ist sehr aufwendige Computersimulationen. Wir haben im Hause in der Astrophysik die Frau Professor Schindler und die beschäftigt sich gerade mit solchen Galaxienwechselwirkungen und die Arbeitsgruppe rechnet eben auf High-Performance-Computern solche Galaxienkollisionen aus. Beobachten kann man das natürlich nicht sozusagen in Echtzeit, aber da man irgendwo im Himmel beliebige Galaxienkollisionen findet, sieht man immer irgendwelche Schnappschüsse von bestimmten Phasen solcher Kollisionen und kann das dann vergleichen mit dem, was die Simulationsrechnung zu der zeitlichen Dynamik sagen. Okay, aber das soll Ihnen zeigen, Stoßprozesse sind eben sehr wichtig, von kleinen Elementarteilchenphysik angefangen bis zu ganz großen Objekten, finden Sie Stöße in der Physik. Und es gelten halt immer die gleichen Gesetze, Impulserhaltung gilt und Energieerhaltung, sofern die Energie eben nicht irgendwie in andere Energieformen umgewandelt wird. Aber was ist nun ein Stoß? Was charakterisiert einen Stoß von der Wechselwirkung her? Und der wesentliche Punkt ist, dass ein Stoß ein irgendwie kurzes, isoliertes Ereignis ist. Also Sie haben zwei Objekte, eine Galaxie und noch eine Galaxie, und die stören sich erstmal überhaupt nicht und bewegen sich irgendwie völlig ungestört durchs Universum. Und irgendwann gibt es dann so diese isolierte Wechselwirkung und dann passiert irgendwas. Was da genau passiert, ist sehr kompliziert. Und nach dem Prozess fliegen die Objekte wieder auseinander. Und beim Stoß interessiert uns meistens nur die Vorher-Nachher-Situation. Sozusagen, wir haben das System vorher charakterisiert, die eine Billardkugel in die Richtung, die andere liegt dort und uns interessiert hinterher, was passiert hinterher. Aber was da exakt im Stoß passiert, wie sich die Billardkugel ein bisschen deformiert und all diese Dinge, die interessieren uns meistens nicht. Und deshalb können wir jetzt einfach argumentieren mit Impuls und gegebenenfalls Energieerhaltung, was passiert letztendlich bei dem Stoß, wie sieht die Nachher-Situation aus im Vergleich zu der Vorher-Situation, ohne uns über die Dynamik dieses kurzen, isolierten Ereignisses überhaupt Gedanken zu machen. Also, Stoß, ich schreibe das hin, ist ein sehr wichtiger Begriff in der Physik. Und die Frage ist eben, was ist das, ein Stoß? Was macht einen Stoß aus? Und das Tafelbild dazu, also ein Teilchen kann ein Atomkern sein, kann aber auch eine Galaxie sein, bewegt sich auf ein anderes. Und das ist die Vorher-Situation. Nehmen wir mal der Einfachheit halber, dass das Ganze ruht hier. Und dann passiert irgendwas, und was dann passiert, ist ein kurzes Ereignis. Ja, wo die irgendwie miteinander wechselwirken, diese beiden Teilchen. Eine Wechselwirkung tritt da auf und dann ist Schluss mit Wechselwirkung und die Teilchen bewegen sich dann wieder auseinander. Und es gibt eine Nachher-Situation, die zum Beispiel so aussehen kann, dass die Masse jetzt sich ein bisschen bewegt und die andere quasi zurück reflektiert wird. Der Teil muss dann etwas kürzer sein. Das wäre die Nachher-Situation. Und deshalb ist, schreib's es nochmal hin, ein Stoß ist ein isoliertes Ereignis,
bei dem 2, also wir behandeln jetzt nur die Fälle, dass zwei Teilchen miteinander irgendwie wechselwirken, zwei Körper. Generell könnte es sein, dass mehrere Billardkugeln zum fast gleichen Zeitpunkt aufeinandertreffen und dann wieder auseinanderfliegen. Das sind kompliziertere Situationen, die auch Stöße darstellen, aber die wir jetzt nicht behandeln werden. Also, Stöße sind isolierte Ereignisse, bei denen zwei oder mehrere Körper für relativ kurze Zeit in Wechselwirkung treten, aber weil die Zeit so kurz ist, ist die Wechselwirkung sehr stark, damit ein merklicher Effekt bei rauskommt. Also relativ kurze Zeit, relativ starke Kräfte aufeinander ausüben. Das ist die Definition von was wir mit Stoß meinen. So, jetzt habe ich gesagt, es gibt eine sehr kurze, relativ starke Wechselwirkung. Das möchte ich hier kurz illustrieren. Wenn ich die Wechselwirkungskraft zwischen den beiden Objekten anschaue, nennen wir die mal F von T. Und dieser Zeitpunkt T1 ist vor dem Stoß. Hier passiert noch nichts und T2 ist danach. Dann passiert erstmal nichts. Dahinter passiert auch nichts. Müssen Sie sich vorstellen, die zwei Billardkugeln, die für einen ganz kurzen Sekundenbruchteil, ich weiß nicht, Millisekunden oder kürzer, kurz miteinander in Wechselwirkung treten. Und dann gibt es eine recht starke Wechselwirkung. Ich zeichne da so einen Peak, irgend sowas. Und das kann auch unsymmetrisch sein. Also die Form spielt keine große Rolle. Es gibt also einen kurzen, ja, so eine Art Impuls, aber Impuls im anderen Sinne, nicht im Sinne von P mal gleich M mal V. Also es gibt eine kurze Kraftwechselwirkung. Und ich notiere zeitlich sehr kurz. Und natürlich, gut, was ist jetzt F? Wir haben Aktio gleich Reaktio und sozusagen ein Körper, einer der beteiligten Körper sieht diese Kraft positiv und der andere Körper sieht die Kraft mit umgekehrten Vorzeichen. Die Gesamtkraft verschwindet ja wieder, aber ich habe es jetzt einfach mal so gezeichnet. Und naja, was ich jetzt hinschreiben kann, ich kann diese Kraft, die für sehr kurze Zeit wirkt, aufintegrieren von T1 nach T2. F dt. Ja, und da wissen Sie, wenn ich Kraft über Zeit integriere, bekomme ich Impuls. Ja, Impuls ist also Kraft ist zeitliche Änderung des Impulses und die Kraft aufintegriert gibt den Impuls. Und das nennen wir jetzt einen Kraftstoß. Das heißt eine kurz wechselwirkende Kraft und die entspricht der Änderung des Impulses also für einen der beteiligten Körper ist das eine Impulsänderung Delta P positiv und wegen Impulserhaltung muss der andere Körper natürlich den Impuls um minus Delta P ändern, damit der Impuls insgesamt erhalten bleibt. Was also passiert, ist eher ein Impulsübertrag. Also die Illustration dazu sieht so aus, Beispiel eine Vorher-Nachher-Situation. Ich habe eine Masse M1, die sich mit der Geschwindigkeit V1 auf eine andere bewegt. Das heißt, insgesamt haben wir den Impuls P1. Die andere hat den Impuls P2, weil sie sich mit V2 bewegt und Masse M2 hat. Nachher gibt es eine Impulsänderung, sowas hier, die Geschwindigkeit kann sich umkehren zum Beispiel und wir haben dann den Impuls P1 minus Delta P und hier haben wir den Impuls P2 plus Delta P.
Das wäre die Situation. Und die Geschwindigkeit nach dem Stoß schreibe ich als V1'. Strich deutet an, dass es sich um die Situation nachher handelt. So werde ich das verwenden. Die Geschwindigkeiten, die einen Strich erhalten, sind die Geschwindigkeiten nach dem Stoß. Hat nichts mit der Ableitung oder sowas zu tun. So, das heißt, also, es gibt, der Gesamtimpuls ist weiterhin P1 plus P2, aber hier hat ein Impulsübertrag stattgefunden. Impuls ist hier sozusagen weg, Delta P, und übertragen worden auf die andere Kugel. Das ist also das richtige Stichwort ist Impulsübertrag durch die Wechselwirkung. Gut, also Impulserhaltung wieder. Jetzt möchte ich wieder zum Schwerpunkt zurückgeben oder zum Massenmittelpunkt. Und ich möchte jetzt die ganzen Stoßprozesse beschreiben dadurch, dass ich mich in das Bezugssystem begebe, in dem der Schwerpunkt ruht. Das heißt Schwerpunktsystem oder Massenmittelpunktsystem, klingt ein bisschen schwerfällig, auf Englisch heißt das Center of Mass System. Also da wird Massenmittelpunkt gebraucht, also nicht Schwerpunkt, aber es ist gleichbedeutend. Und wenn wir das immer so betrachten, dass wir jeden Vorgang beschreiben, dass wir ihn betrachten in dem Schwerpunktsystem, dann werden Sie sehen, können Sie die Stoßprozesse sehr leicht beschreiben. Ist dann ganz einfach. Sie müssen nur den Übergang machen quasi von Ihrem Laborsystem, wo Sie einen Vorgang zunächst betrachten, zu dem Schwerpunktsystem und zurück. Aber schreibe ich Ihnen erstmal hin, Grundlegendes zum Massenmittelpunkt. Als Bezugssystem. Also häufig betrachten die Vorgänge in einem Bezugssystem, das nenne ich mal ursprüngliches Bezugssystem oder System des Betrachters. Letztendlich wollen Sie da die Vorgänge verstehen. Und nehmen wir mal eben einen Stoßprozess, Masse M1. Bewegt sich mit einer Geschwindigkeit V1 und Sie haben eine Masse M2, die bewegt sich mit einer geringen Geschwindigkeit V2, M2 und dann sehen Sie, irgendwo wird der Schwerpunkt sein und der Schwerpunkt, der wird sich auch mit einer Geschwindigkeit VSP bewegen. Das ist der Schwerpunkt oder Massenmittelpunkt und der bewegt sich in dem System. Wenn ich mich jetzt in ein System begebe, das sich mit der gleichen Geschwindigkeit bewegt wie der Schwerpunkt und ich einfach mitgehe mit der Bewegung, dann sieht es von mir aus so aus, dass der Schwerpunkt ruht und im Schwerpunktsystem habe ich jetzt die Masse M1 und die Geschwindigkeit. Die nenne ich jetzt U1. Also wenn immer ich ein U verwende, jetzt heißt das, ich betrachte die Geschwindigkeit im Schwerpunktsystem. Strich bedeutet, es ist die Geschwindigkeit nachher. Wir werden dann so vorgehen, wir beginnen mit den Geschwindigkeiten, das ist V1 und V2, gehen ins Schwerpunktsystem, dann habe ich U1 und U2. Dann betrachten wir den Stoß, bekommen U1' und U2'. Und gehen dann zurück ins Laborsystem und haben dann V1' und V2'. Und in dem Schwerpunktsystem sieht es eben jetzt so aus, da bewegen sich die Massen aufeinander zu. Also so, dass die eine von links nach rechts, die andere von rechts nach links geht. Und hier ist der ruhende Schwerpunkt. So haben wir das System eben gerade gewählt. Und das hier oben ist eben, wie gesagt, das System des Beobachters. Das kann der Hörsaal sein, das kann der Hörsaal sein, das kann ein Labor sein, in dem ich Versuche durchführe und so weiter. Und das ist ein System, das eine besonders einfache Beschreibung erlaubt.
So, und jetzt ist die Frage, wie kann ich den Übergang machen zwischen den beiden Systemen? Wie gehe ich von dem einen in das andere? Betrachten wir die Situation, ich muss jetzt sozusagen, um ins Schwerpunktsystem zu gehen, muss ich mich mitbewegen mit dem System. Und dadurch erscheint diese Kugel hier langsamer um VSP und die hat eben auch eine Geschwindigkeit bekommt in die Richtung. Es gibt da sozusagen eine Geschwindigkeitsdifferenz, die gerade der Schwerpunktgeschwindigkeit entspricht. Und das führt zu der Transformationsvorschrift, die den Übergang zwischen den Systemen beschreibt. Okay, hier habe ich noch eine Tafel. Machen wir das so. Also hier haben wir den Übergang zwischen den Systemen. Also Bezugssystemen, also es ist ein Bezugssystem. Und die Transformation ins Schwerpunktsystem ist nichts anderes, als dass ich die Geschwindigkeit des Schwerpunkts abziehe. U1 ist gleich V1 minus Schwerpunktgeschwindigkeit. Im Allgemeinen vektoriell. Ich schreibe das hier allgemein für den dreidimensionalen Fall, wo das Ganze vektoriell gilt. Wir betrachten dann als Beispiele den einfachen, den eindimensionalen Fall. Für U2 natürlich genauso. Sie nehmen V2 und ziehen einfach die Schwerpunktsgeschwindigkeit ab. Sehr einfach, ist nicht viel dahinter. Zur Erinnerung, die Schwerpunktgeschwindigkeit bekommen Sie als M1 mal V1 plus M2 mal V2 durch die Summe der Massen M1, M2. So, das ist die Transformation hin. Und am Schluss wollen Sie dann wieder wissen, was passiert im Laborsystem und machen dann die Rücktransformation. Und hinter diesem Ausdruck Rücktransformation steckt einfach, dass ich jetzt das Umgekehrte mache. Ich addiere die Schwerpunktgeschwindigkeit zu den U, zu den U's und bekomme die V's. Also V1 ist gleich U1 plus Schwerpunktgeschwindigkeit und V2 gleich U2 plus Schwerpunktgeschwindigkeit. Das ist alles. Und so haben Sie die Transformation ins Schwerpunktsystem und die Rücktransformation auf diesem Tafelbild. Nichts anderes als Schwerpunktgeschwindigkeit berechnen, abziehen und bei der Rücktransformation draufsetzen. So, jetzt fehlt mir noch eine Kleinigkeit. Wenn ich jetzt im Schwerpunktsystem bin, ist klar, so ist das System definiert, der Impuls ist null. Was aber passiert mit der Energie, der kinetischen Energie? Und das wollen wir jetzt betrachten. Die kinetische Energie des Teilchensystems und die kinetische Energie im Laborsystem ist, also ich betrachte eben eine die Summe über viele Einzelmassen, ein halb mi vi Quadrat. Also ist, das ist ein i. Also ich nehme alle Massen, berechne ihre einzelnen kinetischen Energien. Hier im, also in dem Fall ist das Bezugssystem jetzt das Laborsystem, berechne die einzelnen kinetischen Energie und summiere sie auf. Was mache ich jetzt mit diesem Ausdruck vi Quadrat? Okay, Vi kann ich schreiben, wie es dort steht, als also Vi kann ich schreiben, indem ich das hier umforme, Vi, oder hier steht, sorry, Vi ist Ui plus Vsp, also Vsp plus Ui
vektoriell, also aus meiner Transformation. Aber jetzt möchte ich wissen, was ist Vi Quadrat, wenn ich den Betrag nehme und quadriere. Das ist das Gleiche, als ob ich Vi Skalar mit sich selbst mal nehme. Okay? Das ist das Skalarprodukt mit sich selbst. Und da kann ich einsetzen, diesen Ausdruck Vsp plus Ui zum Quadrat. Hier kann ich jetzt binomische Formel anwenden. Erste kann das Ganze schreiben als Vsp Skalar mit sich selbst multipliziert, was mir wieder Vsp zum Quadrat gibt. Hier kommt der Term 2 Vsp mal Ui Skalar multipliziert. Und hier kommt eben der Term Ui Quadrat. So, setze ich das ein hier in meine Summe über die einzelnen kinetischen Energiebeiträge, bekomme ich drei Terme, die ich jetzt schreiben kann als 1/2 Vsp. Das habe ich also vor die Summe gezogen. Das ist der erste Term, das ist der hier. Und ich habe aber noch 1/2 Vi Quadrat, 1/2 auch noch vorne gezogen. Und was ich dann, also 1/2 Mi fehlt noch. Und was ich hier bekomme, ist jetzt die Summe über alle Massen. Das heißt, der erste Term gibt hier die Gesamtmasse, weil V konstant ist und ich es vor das Summenzeichen ziehen kann. Der zweite Term, also wo das Skalarprodukt Vsp und Ui steht, den kann ich schreiben als Vsp, was ich als Konstante rausziehe, Skalarprodukt mit der Summe von Mi Ui. Und wir haben einen dritten Term, der ist 1/2 Summe I Mi Ui Quadrat. So, also der vereinfacht sich dadurch, dass hier einfach die Gesamtmasse steht. Gesamtmasse mal Schwerpunktgeschwindigkeit zum Quadrat mal 1/2. Der Term hier, Summe Mi Ui, was ist der? Das ist jetzt in der Definition von dem Ui drin. Ui ist die Geschwindigkeit im Schwerpunktsystem und hier steckt nichts anderes drin als die Schwerpunktgeschwindigkeit. Ja, also die Schwerpunktgeschwindigkeit im Schwerpunktsystem steckt da drin und die Schwerpunktgeschwindigkeit im Schwerpunktsystem ist natürlich 0. Okay, also den Term kann ich vergessen. Was jetzt übrig bleibt, ist 1/2 m Gesamtmasse mal Schwerpunktgeschwindigkeit zum Quadrat plus 1/2 Summe über alle Massen und Ui, die Schwerpunktgeschwindigkeit zum Quadrat. Und das sind jetzt die beiden interessanten Terme. Das ist die kinetische Energie Ksp. Das ist die kinetische Energie der Schwerpunktbewegung. Und das ist die kinetische Energie der Relativbewegung. Was Sie da sehen, ist jetzt auch wieder eine schöne Vereinfachung. Wenn Sie die Gesamtenergie des Teilchensystems betrachten, in irgendeinem Bezugssystem, dann können Sie das darstellen als kinetische Energie der Schwerpunktbewegung, wo Sie sich wieder alle Masse in einem Punktverein vorstellen, die sich dann mit der Schwerpunktgeschwindigkeit bewegt, plus eben der kinetischen Energie in der Relativbewegung, die hier drin steckt. So, und wenn wir das jetzt, das war jetzt allgemein, das gilt in jedem Bezugssystem natürlich, im Schwerpunktsystem selbst ist dieser Term natürlich 0. Also im Schwerpunktsystem verschwindet die kinetische Energie der Schwerpunktbewegung, ist logisch, ja. Und die ganze kinetische Energie steckt in der Relativbewegung. Also, wenn ich das mal aufschreibe, damit es ganz deutlich wird. Die kinetische Energie der Schwerpunktbewegung ist im Laborsystem
eine Größe, die bleibt streng erhalten wegen der Impulserhaltung. Ja, wenn ich Impulserhaltung habe, ein System ohne äußere Kräftesumme, bleibt der Impuls erhalten, damit die Schwerpunktgeschwindigkeit und die kinetische Energie der Schwerpunktbewegung. Bleibt streng erhalten wegen Impulserhaltung. Okay. Im Schwerpunktsystem reduziert sich diese Trivialaussage, also reduziert sich das auf eine triviale Aussage, die einfach sagt, die kinetische Energie ist und bleibt null. Während dem es hier komplizierter als Erhaltung der kinetischen Energie erscheint. Und wenn Sie jetzt einen Stoß im Schwerpunktsystem betrachten, dann wissen Sie einfach, die kinetische Energie der Schwerpunktbewegung ist natürlich null. So. Während dem Sie sonst im Laborsystem ausdrücklich noch die Energieerhaltung sozusagen ansetzen müssten. Jetzt die kinetische Energie der Relativbewegung. Ja, da haben Sie gesehen, schon an dem Beispiel rechts unten, also hier wird kinetische Energie der Relativbewegung in andere Energieformen wie Deformationsenergie, auch Wärmeenergie umgewandelt. Diese kinetische Energie der Relativbewegung ist eben im Allgemeinen keine Erhaltungsgröße, also wenn Sie nur kinetische Energien betrachten, Energie insgesamt ist natürlich eine Erhaltungsgröße, aber die kinetische Energie kann in andere Energieformen umgewandelt werden. Okay, zum Beispiel in Formen der potenziellen Energie, wie zum Beispiel Spannen einer Feder oder auch eine Deformationsenergie oder Wärme ist auch eine Möglichkeit, dass einfach Wärme entsteht. So, und das führt mich jetzt zu einer sehr wichtigen Unterscheidung, die ich hier in einem kleinen Demonstrationsexperiment zeigen kann. Also ich habe hier nun verschiedene Bälle und fangen wir mal einfach mit dem hier an. Ich lasse diesen Gummiball fallen, sehe, er springt wieder hoch. Offensichtlich der Impuls dieses Balls alleine ist nicht erhalten, weil Impuls übertragen wird unten auf die Erdkugel. Ja. Aber Sie sehen, die Energie ist fast erhalten, denn der Ball kommt fast so hoch wieder, wie ich ihn fallen lasse. Nicht ganz, ein kleines bisschen geht verloren, wird umgewandelt. Okay, das ist sozusagen der elastischste Ball, den wir haben. Und da kriegen wir die Energie fast wieder als kinetische Energie zurück. Es gibt einen geringen Verlust, das ist also ein fast elastischer Stoß. Ich kann verschiedene andere Dinge jetzt nehmen. Hier haben wir einen, der etwas weniger elastisch ist. Und hier haben wir einen weiteren Ball, der sehen Sie auch, zumindest weniger elastisch als der Ball, den wir vorher hatten. Ich kann Ihnen aber auch einen komplett inelastischen Stoß demonstrieren. Also irgendwie einen Ball, der nicht mehr zurückspringt. Jetzt habe ich hier einen besonderen Ball in Eiform. Und wenn ich jetzt diesen Ball nehme und fallen lasse, dann sehen Sie, der springt nicht mehr hoch, dieser Ball. Und wir haben es hier mit einem komplett inelastischen Stoß zu tun. Okay, keines bisschen kinetische Energie ist tatsächlich entstanden durch die Seitwärtsbewegung. Aber jedenfalls in der vertikalen Bewegung haben wir keinerlei kinetische Energie zurückbekommen. Also das war der perfekt inelastische Stoß. Ja, und alle Stöße, die in der Natur vorkommen, sind irgendwo zwischen den beiden Grenzfällen. Es gibt den elastischen Stoß. Und wenn man elastischer Stoß meint, meint man eigentlich einen perfekt elastischen Stoß. Und es gibt inelastische Stöße, wo eben Energie dann verschwindet. Und weil das so wichtig ist, als begriffliche Unterscheidung, schreibe ich es ausdrücklich hin.
Also eine sehr wichtige Unterscheidung. Der elastische Stoß. Und wenn man diesen Begriff gebraucht, meint man eigentlich einen vollständig elastischen Stoß. Und da ist der wesentliche Punkt, dass Karel erhalten ist. Ein vollständig inelastischer Stoß Also inelastischer Stoß heißt, dass irgendwie ein bisschen Energie verloren geht. Und jeder Stoß ist mehr oder weniger inelastisch. Aber bei dem vollständig inelastischen Stoß ist es so, dass die kinetische Energie in der Relativbewegung, die verschwindet. Das heißt, es gibt eine vollständige Umwandlung, die Umwandlung in andere Energieformen. Das ist der vollständig inelastische Stoß. Alles dazwischen, das sind zwei Grenzfälle, ist möglich. Also in Realität ist alles ein irgendwie teilweise inelastischer Stoß. Man kann zum Beispiel jetzt einen Parameter definieren, einen Inelastizitätsparameter. Ich möchte das nicht tun, nur erwähnen, der Ihnen sagt, wie ist der Anteil der Energie, der umgewandelt wird in andere Energieformen. Dann ist 1 sozusagen, wenn der Inelastizitätsparameter 1 ist, ist das ein vollständig inelastischer und 0 wäre das ein perfekter elastischer Stoß. Okay, aber wir werden eben jetzt uns mit diesen Grenzfällen ein bisschen herumrechnen. Also wir werden elastische Stöße betrachten, wo das oben gilt, das eine Extrem, und inelastische, wo das untere Extrem gilt. So, jetzt komme ich zu der Frage, was hat der inelastische Stoß mit Toilettenpapier zu tun? Ich werde das gleich beantworten. Aber werde Ihnen erst noch ein Schema an die Tafel zeichnen. Wir wollen jetzt den vollständig inelastischen Stoß betrachten. Den elastischen machen wir in der nächsten Stunde. Und zwar denken wir uns mal, dass wir in einen Holzklotz hineinschießen. Die typische Situation sieht so aus, wir haben wieder eine Vorher, wie bei allen Stößen, eine Vorher-Nachher-Situation. Wir haben eine Kugel mit einer kleinen Masse m, die aber mit einer recht großen Geschwindigkeit sich bewegt, V1. Und da schießen wir in einen Holzklotz hinein, der hat eine Masse groß m, die dann auch viel größer sein wird als klein m, und dieser Holzklotz ruht zunächst. Okay, das heißt, das System hat einen Anfangsimpuls, P gleich M mal V1. Nachher ist es so, das Geschoss bleibt in dem Klotz stecken, das nehmen wir an, der Klotz ist groß genug, damit es stecken bleibt, dass es gibt einen Impulsübertrag und der ganze Klotz bewegt sich jetzt, hier ist das Geschoss, was darin stecken geblieben ist, ja, der ganze Klotz bleibt mit dem Projektil, was darin steckt, stecken, bewegt sich der ganze Klotz weiter, hat eben jetzt eine Gesamtmasse groß m plus klein m und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit v2 Strich weiter. Der Impuls ist jetzt allgemein geschrieben p gleich m groß m plus klein m mal v2 Strich.
die Geschwindigkeit des Gesamtsystems eben nach dem inelastischen Stoß und hier vorher. Also Energieerhaltung gibt es hier keine. Hier gibt es eben nur Impulserhaltung, vollständig inelastisch. Und also Energieerhaltung gibt es nur insofern, weil die Energie in der Schwerpunktbewegung erhalten bleibt. Hier brauche ich das nicht im Schwerpunktsystem betrachten, das ist so einfach. Aber es ist natürlich noch etwas kinetische Energie in der Schwerpunktbewegung. Aber der Hauptanteil, der in der Relativbewegung steckt, der verschwindet. So, aber ich habe Impulserhaltung und indem ich einfach m mal v1 gleichsetze mit m plus m mal v2 Strich, kann ich die Impulserhaltung ausnutzen, um die Geschwindigkeit nach dem Stoß zu bestimmen. Und da haben wir es jetzt mit klein m durch die Summe groß m plus klein m mal v1 zu tun. Okay, das heißt, ich erhalte die als Geschwindigkeit des Systems, die Geschossgeschwindigkeit multipliziert mit dem Massenverhältnis. Und das hat eben tatsächlich eine wichtige Anwendung. Sie können damit Geschossgeschwindigkeiten messen. Okay, Messung von Geschossgeschwindigkeiten. Und das wollen wir Ihnen demonstrieren, die Messung von Geschossgeschwindigkeiten. Und ich möchte eben jetzt mal herausfinden, welche Geschwindigkeit hat, es ist eine Softgun, ist relativ harmlos, also welche Geschossgeschwindigkeit haben die kleinen, das sind so kleine Plastikkügelchen mit einer Masse etwa von einem Zehntel Gramm. Ja, also die Frage ist, was hat das für eine Geschwindigkeit? Ich kann Ihnen zeigen, dass das Ganze funktioniert. Ich kann mal mein Skript durchschießen hier. Ja, Sie sehen also das Loch. Ja. Und die Frage ist, mit welcher Geschwindigkeit werden diese kleinen Plastikkügelchen herausgeschossen? Und das Ganze messen wir auf diese Art und Weise. Wir nutzen diesen Faktor. Und wir haben das mal improvisiert hier mit unserer Luftkissenschiene. Und jetzt müssen wir irgendwie das Projektil einfangen und die Bewegung dämpfen. Und dafür eignet sich hervorragend eine Toilettenpapierrolle, die wir hier benutzt haben. Sozusagen da ist die innere Hülse der Toilettenpapierrolle und da haben wir Toilettenpapier Unbenutztes dort reingesteckt. Hier, ja. Und jetzt werde ich einfach mal dort hineinschießen und wir werden die Zeit messen, die jetzt das System braucht, um einen Meter zurückzulegen. Und daraus können wir uns dann leicht die Geschwindigkeit besorgen. Okay. Es ruht das System. Okay, versuchen wir das mal. Was bekommen wir? Na, 14,5. Okay, bei den Versuchen vor der Vorlesung waren es so 13,6, einmal 13,8, glaube ich. Also etwa so liegt das. Nehmen wir mal 14 Sekunden. Das heißt, wir haben eine 14. Millisekunde. Also in dem Fall haben wir es jetzt damit zu tun, wir haben jetzt das V2 gemessen. Und V2' ist jetzt, naja, das ist eine 14. Also ein 14. Meter pro Sekunde. Etwa, gerundet jetzt auf die zwei Stellen, ist V2'. Und jetzt müssen wir, um V1 zu berechnen, das Massenverhältnis nehmen. Tatsächlich spielt die kleine Masse praktisch keine Rolle. Die ist so gering, wir können auch einfach nur den Schlitten vorher auf die Waage stellen mit der Toilettenpapierrolle und das Ganze ausmessen. Was wir ausgerechnet haben, ist, also wir haben es gewogen und die Kügelchen haben eine Masse von 0,12 Gramm, steht auf der Verpackung drauf. Und wir haben es auch nachgemessen, indem wir 20 Kügelchen abgewogen haben, durch 20 geteilt haben. Also in dem Fall ist m, klein m, ist 0,12 Gramm. Und die Masse des ganzen Systems, groß m, ist 194 Gramm. Das heißt, da ist schon ein gewaltiger Faktor dazwischen. Und jetzt rechnen wir das mal aus hier. Das heißt, Sie müssen jetzt das Massenverhältnis nehmen und groß M ist 194 durch
0,12 geteilt. Das gibt einen Faktor von 1600 etwa. Und das müssen Sie jetzt mal nehmen mit dieser Geschwindigkeit. Und dann kommen in dem Fall jetzt 115 Meter pro Sekunde raus. Ja, also 115 Meter pro Sekunde wäre jetzt meine Geschwindigkeit V1 gleich. 115 Meter pro Sekunde. Wenn Sie es in Stundenkilometern ausrechnen möchten, dann sind es immerhin 400 Stundenkilometer, mit der diese kleine Plastikkugel herausgeschossen wird. Und dann kann man sich auch die Geschossenergie ausrechnen. Und die liegt etwa knapp unterhalb von einem Joule. Hier steht drauf Energie maximal 0,5 Joule. Tatsächlich haben wir 0,8 oder 0,9 ausgerechnet für das Geschoss. Also das wäre die Anwendung in der Ballistik, Messung von Geschossgeschwindigkeiten. Dazu zeige ich Ihnen noch zum Abschluss eine Folie. Man macht das üblicherweise etwas anders. Man macht das nicht mit Luftkissenbahnen und so weiter, sondern es gibt die einfache Art und Weise, hier ein ballistisches Pendel zu konstruieren. Nämlich man schießt in irgendwie einen Klotz hinein und schaut dann sozusagen, wie dieses Objekt insgesamt dann nach oben pendelt. Und dann sehen Sie, wenn die kinetische Energie komplett umgewandelt ist in potenzielle Energie, Sie können zum Beispiel den Winkel hier feststellen, können Sie das H daraus ausrechnen. Und das geht jetzt in zwei Schritten. Hier gilt beim inelastischen Stoß die Impulserhaltung. Hier gilt bei der Pendelbewegung die Energieerhaltung und so können Sie eben aus dieser gemessenen Höhe oder aus dem Winkel, wie Sie das wollen, letztendlich die Geschossgeschwindigkeit ausrechnen. Und das ist bekannt eben als sogenanntes ballistisches Pendel. Okay, dann möchte ich für heute schließen und wir sehen uns morgen wieder und diskutieren den elastischen Stoß. Danke.